بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بلوب الله سبحانه وتعالى ان بيتن بهم فجيبن ان بيتن ان بين بين رويفولتو ان بيتن بهم فجيبن بيتن بهم زوغن تفرغت ب الله سبحانه وتعالى فوضن إبلن شتلن انزغا زيلن وفوضن تاتن Denjenigen, den Allah SWT in die Irre leitet, für den wird man niemanden finden, der ihn recht leitet. Und denjenigen, den Allah SWT recht leitet, für den wird man niemanden finden, der ihn in die Irre leitet. Wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Folgendes: Der Prophet wa sallam, sagte im Hadith von Abu Hurairah radiallahu anhu Majitama fi beitin im jedes Mal, wenn eine Gruppe sich in einem der Häuser Allahs trifft, Allahs Buch liest und lernt, steigt auf sie die Ruhe hinab, hüllt sie die Barmherzigkeit ein, umgeben sie die Engel, und Allah erwähnt sie bei denen, die bei ihm sind. Möge Allah's Prana ta'ala die Sitzung zu einer segensrechten Sitzung machen, dass wir aus dieser Sitzung hervorgehen mit mehr Wissen, als wir in die Sitzung hineingekommen sind. Und auf dass wir das Wissen, was wir erlernen, in die Tat umsetzen. Denn der Koran wurde herabgesandt, damit wir die Bedeutung seiner Worte und des Allmächtigen verinnerlichen und danach handeln. Und der Prophet wurde beschrieben als jemanden, als einen laufenden Koran auf dieser Erde. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse äh, 7 und, äh, sind die Verse 87 bis 92, insha'Allah. Wo es heißt in der Übersetzung der deutschen Sprache: Und wir gaben bereits Musa, Musa ist Moses, und wir gaben bereits Musa die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und wir gaben Isa, dem Sohn Mariams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. War es nicht so, dass jedes Mal, wenn euch Juden ein Gesandter etwas überbrachte, was euren Neigungen nicht entsprach, ihr euch hochmütig verhieltet, indem ihr eine Gruppe den Gesandten, indem ihr eine Gruppe der Gesandten der Lüge bezichtigtet und eine andere Gruppe tötetet? Und sie sagen, unsere Herzen sind verhüllt. Nein, vielmehr hat Allah sie für ihren Unglauben verflucht, wie wenig sie glauben. Und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigend, was ihnen bereits vorlag, und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die Ungläubige waren, angerufen. Als nun das zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie es. Darum Allahs Fluch über die Ungläubigen. Wie schlimm ist das? Wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, dass sie das leugnen, was Allah herabgesandt hat, aus Missgunst darüber, dass Allah etwas von seiner Huld offenbart, wem von seinen Dienern er will. So haben sie sich Zorn über Zorn zugezogen und für die Ungläubigen wird es schmachvolle Strafe geben. Und wenn man zu ihnen sagt, glaubt an das, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, sagen sie, wir glauben an das, was zu uns schon zuvor herabgesandt worden ist, vergläugnen aber das, was später offenbart worden ist, wo es doch die Wahrheit ist, das zu bestätigen, was ihnen bereits vorliegt. Sag, warum habt ihr denn zuvor Allahs Propheten getötet, wenn ihr gläubig seid? Und Musa war doch zu euch gekommen mit den klaren Beweisen, aber dann nahmt ihr nach ihm das Kalb, womit ihr Unrecht tatet. Der erste Vers, Vers 87 und wir gaben bereits Musa die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Musa ist der Sohn von Imran ähm, und ein Gesandter, der zu den Kindern Israels speziell gesandt worden war. Und wir gaben bereits Muster die Schrift, die Tora, und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und, äh, das arabische Wort Waqafaina bedeutet eben nacheinander folgen, nach und nach, ja. Denn jedes Mal, wenn ein Prophet gestorben ist unter den Israels, hat Allah subhanahu ta'ala einen neuen Prophet unter ihn erweckt. Und ich möchte auf eine kleine Sache hinweisen. Prophet ist jemand im Deutschen, der etwas prophezeit. Das ist der Fall. Aber im arabischen Nabi, sprachlich gesehen, ist jemand, der etwas verkündet. Gemeint ist natürlich die Botschaft Gottes verkündet. Und deswegen Prophet im Islam ist jemand Nabi, jedem Offenbarung eingegeben wird. Okay? Damit man das nicht falsch versteht. Ja? Das ist nicht jemand, der die ganze Zeit nur sagt, was in der Zukunft passiert. Das ist nicht damit gemeint. Nur, dass man das auseinanderhält. Inshallah. Okay. Also einer nach dem anderen. Und wir gaben Isa, dem Sohn Mariams, die klaren Beweise. Isa ist die arabische Form von Yeshua oder Yeshua. und es ist Jesus auf Deutsch, dem Sohn Mariams, Mariams ist Maria und der Inbegriff, oder das beinhaltet natürlich auch, dass gesagt wird hier, Isa ist der Sohn von Mariam und nicht der Sohn von Gott, sondern der Sohn von Mariam und niemandem sonst. Gaben ihm die klaren Beweise, das heißt Wunder und Argumente, um zu zeigen, dass er ein Prophet war und Gesandter Gottes. Er war nämlich ein Prophet und ein Rasul, ein Gesandter und ein Prophet, war ein Nabi und Rasul gleichzeitig. Und die Argumente und Beweise und Wunder, und, und, und die er brachte, sind mehrere. Isa Aleyhissel a.s. konnte unter anderem den Toten rufen und dann wurde er mit seiner Erlaubnis wieder lebendig. Und wir stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Ruhul Qudus, auf Arabisch, also erstmal Heiliger Geist ist Jibril, niemand anderes. Das ist, was die Christen bis heute leider nicht verstanden haben, obwohl es in ihrer Schrift deutlich so ste geschrieben steht. Ruh al-Qudus, Ruh afarabisch heißt Seele. Äh, Al-Qudus ähm, hat, hat bedeutet entweder gesegnet oder rein. Gesegnet oder rein, das ist aus Lisan al-Arab. Das, das, das ist vielleicht das berühmteste äh, arabische Arabisch Lexikon, was es überhaupt gibt. Ja? Und das Tolle an diesem Lexikon ist, ein, es ist. Sehr viele Sachen begründete aus Hadithen, sprachliche Sachen. Weil es im Hadith so steht, weil es im Koran so steht, weil es die früheren Dichter so gesagt haben. Und so muss ein, 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 ein Lexikon auch sein. Oder ein Duden. Und äh, Qudus heißt eben äh, entweder das also geheiligt oder heilig oder rein oder gesegnet. Ja? Und das ist gemeint, niemand anderes als Jibril a.s. Ähm, und also. Wir stärken ihn mit dem Heiligen Geist, indem er ihm hilft und ihm eben eingibt. Isa eben eingibt in die Situation, wie unserem Professor sagte, auch eingeben. viele Dinge, die er tun soll. Die berühmte, die berühmte eines der berühmten Sachen, die Jibril äh, unserem Propheten eingeben hat neben dem Koran, ist zum Beispiel, die äh, jeder von uns kennt vielleicht, diese berühmte Erzählung, dass die Stammesfürsten der Qurayshiten sich versammelt haben in daran Nedwa in dem damaligen Paral Parlament dieser Araber in Mekka, um zu beraten, was sie mit diesem Muhammad machen sollen, wa Und äh, da war es also Abu al Aswad, der hatte den Vorschlag gemacht, dass man ihn, den Propheten wa sallam, äh, aus dem Land vertreiben soll, einfach weg. Und, äh, und, und da war, unter ihnen war ein, ein Mensch, den mit einer Najdi, also der, der Sheikh aus Najd. Das, der Sheikh aus Najid war jemand, der unter den Anwesenden überhaupt nicht bekannt war. Ähm, und er war auch eigentlich kein Mensch. Das war der daran höchstpersönlich, der teilgenommen hat an diesem ähm, Treffen. Und als Abul Aswad diesen Vorschlag gemacht hat, dass man ihn vertreiben sollte, hat er gesagt: Nein, 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 nein. Hat er gesagt: Wenn ihr ihn vertreibt, ihr wisst ganz genau, wie. Ihr kennt, ihr, ihr kennt die, 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 die Süße seiner seine Logik und äh, die, die Schönheit seiner Sprache und äh, die 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 Stärke seiner Überzeugung, wie er die Herzen gewinnen kann von Leuten, wenn er ihn vertreibt, dann geht er zu einem anderen Volk, überzeugt sie, sie folgen ihm, kommen dann zurück und machen dann mit euch, was sie machen wollen. Das ist nicht die Lösung. Überlegt euch, macht den nächsten Vorschlag. Und da kam Abu Bakr. Abu Bakr hat dann gesagt: Moment, ich bin der Meinung, man sollte ihn einsperren. Ja. Und auch das Einsperren, meinte der, dieser al Najdi, meinte, das, das bringt nicht viel, weil einsperren, da kann er trotzdem irgendwie predigen. Das, das, die Predigt wird rauskommen durch die Wächter. Vielleicht wird er die Wächter sogar überzeugen. Und sie sagen dann hinter den Rücksachen weiter. Auf jeden Fall wird, wird sein Angelegenheit bekannt. Er wird ja noch leben. Ja? Und dann sagte Abu Jahl, Abu Jahl, er hatte einen, den besten Vorschlag für den Sheikhan. Der Sheitan war damit sofort einverstanden und auch alle Anwesenden. Er sagte, nicht nur, er sagte erst, man muss ihn umbringen. Aber nicht einfach umbringen, sondern man muss aus jedem Stamm Jugendliche suchen. So aus jedem Stamm einen Jugendlichen suchen, man gibt ihm ein Schwert und wenn sie dann, dann gehen sie zu Muhammad wa sallam, und alle bringen ihn um, so dass das Blut vergießen verteilt wird auf alle verschiedenen Stämme, so dass kein Stamm einen anderen verantwortlich machen kann für diese Sache. Was sie vorhatten mit dem Propheten und und das ist was sie dann auch durchführen wollten letztendlich und subhanallah diese Sache äh, hat Allah subhanahu wa ta'ala in einem kurzen Vers uns mitgeteilt er sagte in surat al-anfal das ist die äh, surah Nummer 8 im 30. Vers und als diejenigen, die Ungläubige waren, gegen dich Ränke schmiedeten, um dich festzusetzen, gemeint ist also ihn einzusperren, sodass seine, seine seine Predigt nicht weiterlaufen kann, oder zu töten, das war der Vorschlag von, äh, von Abu Jahal, als festzusetzen war eben der Vorschlag von Abu Bakhtari. und zu töten war von Abu Jahal. Oder zu vertreiben, was von Abu Aswa der erste Vorschlag. Ja. Sie schmiedeten Ränke und auch Allah schmiedete Ränke und Allah ist der beste Ränkeschmied. Subhanahu wa ta'ala. Na, auf jeden Fall, ähm, machen wir an diesem Vers weiter. War es nicht so, dass jedes Mal, wenn euch Juden. Ein Gesandter etwas überbrachte, ein Gesetz oder Art, wie man betet oder irgendwelche Gesetze, was euren Neigungen nicht entsprach. Und so bringt uns Allah subhanahu ta'ala den wunderbaren Grund, warum die meisten Leute eben nicht glauben wollen. Das ist, weil sie eben ihre Gewohnheiten nicht loswerden wollen. Das gibt es in großen Maß von Islam und Kufr und gibt es in kleinen Maß in nicht-islamischen Angelegenheiten oder in islamischen Angelegenheiten bei, bei, bei Fiqh-Angelegenheiten oder irgendetwas. Ja. Man wenn man seinen Neigungen zu sehr zugeneigt ist, dann hat man ein Problem, weil man dann nicht die Wahrheit äh, erfahren möchte, sondern man möchte eben etwas anderes erfahren. Ja. Und solche, solche Leute eben, die, die ja, also Leute ihre Neigung vorgestellt die Leute, die zum Beispiel lieber äh, Musik hören oder tanzen oder lieber sündigen, anstatt eben sich dem Gedenken Allah subhanahu ta'ala zu widmen. War es denn nicht jedes Mal so, dass wenn euch Juden ein Hoch äh, ein Gesetz etwas überbracht wurde, äh, was eure Neigungen nicht entsprach, ihr euch hochmütig verhieltet, indem ihr eine Gruppe der Gesandten der Lüge bezichtigtet. Und zwar haben sie zum Beispiel äh, Suleiman a.s. als Zauberer bezeichnet und somit der Lüge bezichtigt. Obwohl er in Wirklichkeit mit den Jinn Kontakt hatte, haben sie gesagt, er sei ein Zauberer. Billah. Und eine andere Gruppe tötetet, getötet haben sie Billah, Yahya a.s. Und Zakaria salam, und Isa wollten sie töten und behaupten bis heute, sie haben ihn getötet. Und Muhammad wasallam haben sie versucht zu töten. Sie haben versucht zu vertaubern. Sie haben versucht, ihn zu vergiften. Sie haben ihn vergiftet. Und sie haben versucht, ihn äh, vom Haus einen Stein auf den Kopf zu werfen. Ja? Und äh, all diese Sachen, der bilder haben sie versucht. Also auch unser Prophet wasallam wurde damit nicht geschont. Und sie sagen. Unsere Herzen sind verhüllt. Das heißt, wir wollen, wir wollen gar nicht hören, was dieser Prophet uns sagt. Ähm, das sagten die Gelehrten von ihnen. Sie sagten, unsere Herzen sind verhüllt. Sagt Allah, nein, nein. Äh, der, 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 der Grund, warum sie nicht glauben, ist nicht, dass sie für ihre Herzen verhüllt sind. Vielmehr hat Allah sie für ihren Unglauben verflucht, wie wenig sie glauben. Und das ist der Grund, weil sie verflucht sind. Sind verflucht, äh, sagten, sagen die Ulama, bedeutet, von der Barmherzigkeit Allahs ausgestoßen zu sein. Wie wenig sie glauben. Na, die zweite Auslegung, die es gibt, ist, dass sie gesagt haben, wir haben das Buch unseres Herrn bei uns, wir brauchen diesen Koran nicht. Wir brauchen diesen Koran nicht und deswegen wollen sie auch nicht glauben. Ja. Und diese Verse sagen unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zwischen zwei Klammern, gib dir nicht zu viel Mühe. Denn viele von ihnen sind verflucht und du wirst sie niemals, niemals auf den geraden Weg bringen. Und wir haben auch gesagt, dass Allah SWT am Anfang, Surah Al-Baqarah, hat er über manche Ungläubigen gesagt, wo gesagt im sechsten Vers: Für die Ungläubigen ist es gleichgültig, ob du sie warnst oder nicht warnst. Sie werden nicht glauben. Und das sind diejenigen, deren Herzen. Wie gesagt, Allah, Ulaika, ula äh, das sind diejenigen, deren Herzen Allah versiegelt hat. Das sind diejenigen, deren Allah. Und, wenn, und deren, dessen Herzen Allah versiegelt hat, für ihn ist die Bestimmung schon wahr geworden. Na. Dann sagt Allah, und als von Allah, im 89. Vers, und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das Buch ist der Koran, und als von Allah, als der Koran zu ihnen kam, das bestätigende, was ihnen bereits vorlag in der Tora, nämlich. Und äh, das, das zeigt, dass die Glaubensinhalte der Bücher von Allah und der, Religi der, der Gesetze der Propheten und die Pro die, der Glaube der Propheten immer der gleiche war. Der, der Iman an Allah und seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten. An den, an den jüngsten Tag und an die göttliche Vorherbestimmung, das sind Sachen, die bei allen Propheten gleichermaßen waren, bei allen Büchern von Allah. Und auch die, einige Geschichten, die Geschichten über Abraham, die werden bei, bei Musa seiner Schrift genauso gewesen sein wie bei Muhammad, weil der Abraham viel früher war. Und, und deswegen sagt Allah, was ihn das bestätigend, was ihnen bereits vorlag, was unterschiedlich gewesen ist, definitiv. War, dass äh, die Gesetze sich unterschieden haben. Die Gesetze mögen sich unterschieden haben. Und ein Beweis daraus dafür ist zum Beispiel, dass als unser Prophet al in Lailat äh, al-Miraj, in der Nacht, wo er zum Allah aufgestiegen ist, dort hat er die Pflicht erhalten, diese fünf Gebete zu verrichten. Und es waren ja erst 50 und er ist doch jedes Mal von Allah wieder weggegangen und ist zu Musa gegangen und hat Musa ihm gesagt, gebe zu deinem Herrn zurück. Ich habe das mit den Kindern Israel probiert und das schaffen sie nicht. Ja? Und selbst bei den fünf Gebeten hat Musa das noch gesagt. Ich habe das mit den Kindern Israel probiert, sie schaffen das nicht. Geh wieder zurück. Und Allah, das weist darauf hin, dass sie noch weniger machen mussten als das. Ja. Und, äh, na. Aber zum Beispiel Wudu, Gibt es ein Hadith, äh, und ich erinnere mich daran, dass er authentisch ist, dass der, ähm, der Prophet ﷺ Wudu gemacht hat, und dann hat er gesagt: Dies ist der Wudu, mein Wudu und der Wudu der Propheten vor mir. Also weist darauf hin, dass die die gleiche Wudu gemacht haben. Sallallahu Alaihi Wasallam. Und na, ich lese nochmal den Vers: Und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigend, was bereits vorlag, und zuvor. Hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die Ungläubige äh, ungläubig waren, angerufen. Als nun das zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie es. Darum Allahs Fluch über die Ungläubigen. Was ist passiert? Die, Wie wir gesagt haben, haben wir schon mehr als einmal erzählt, äh, waren die Juden äh, drei Stämme bei den Arabern. Und zwar Banu Nadir, Banu Qurayza und Banu Qainuqa. Und wir haben gesagt, dass sie sich auch untereinander verbündet haben. Ne? hat gesagt, dass Benuqaynuqa sich mit Al-Khazraj verbunden hat und ähm, die äh, Al-Nadir äh, und Benuqayrida mit Al-Aus. Okay? Al-Aus und Al-Khazraj sind die zwei ursprünglich medinensischen Stämme. Und diese Kriege, die stattgefunden haben unter den, unter den Leuten, äh, also es haben Kriege stattgefunden unter diesen äh, Stämmen, mehr als einmal. Und die Juden sagten sich... Oder sagten zu diesen Mushrikun, den Götzendienern, der Araber, die Araber wurden ja Götzendiener, die waren ja ursprünglich keine Götzen, die waren ja eigentlich früher, also die Religion von Ibrahim a.s.w. Und sie wurden sie Götzendiener? Weil ein Mann namens Amr ibn Luhay den ersten Götzen nach Arabien brachte. Und dadurch hat sich der Götzen sie ausgeweitet und über diesen Menschen sagte der Prophet dass er ihn in der Hölle gesehen hat, in der al-Isra' al-Mi'raj. Und die Juden sagten zu den Arabern, den, den, den Mushrikun, wehe euch oder wartet nur ab. Wir erwarten einen Propheten. Wenn er kommt, werden wir euch besiegen mit ihnen, Propheten. Wenn er kommt, werden wir ihn besiegen. Und jetzt verstehen wir die Verse. Und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigend, was bereits ihnen vorlag, und zuvor ähm, hatten sie um einen, das heißt also zuvor, also bevor der äh, der Prophet seinem gekommen ist, also, 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 ja. Und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die Ungläubig waren, angerufen. Ja? Das sind das, die Ungläubigen, das sind die Götzendiener. Als nun das zu ihnen kam, was sie erwarteten oder kannten, Entschuldigung, und als nun das zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie es, denn sie, 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 sie kannten den Propheten, wussten, wer er war, und das ist auch überliefert, dass sie wussten, wer, sie, wer, wer, wer er war, und dann verleugneten sie es. Und zwar aus Neid. Sie akzeptierten nicht, dass, äh, also historisch gesehen, der Prophet von ihren Cousins abstammt. Denn wir wissen ja, die Araber stammen ursprünglich von Ismail ab und die Juden stammen ursprünglich von Jakob ab. Und das ist das entscheidende Problem für die Juden gewesen, dass der Mohammed eben von den, von, den, äh, von den Arabern abstammt, ein Araber war. Und nicht ein Israelit. Und hier sieht man wieder, dass der Neid und die Überheblichkeit der Übel oder das Übel aller Dinge ist. Und in der Geschichte von Kabil und Habil haben wir den Inbegriff von was? Von Neid. Und in der Geschichte von Iblis und Adam haben wir den Inbegriff für Überheblichkeit. Und beides bringt, beides bringt den Menschen in die Hölle beides bringt den Menschen Hölle, zweifellos. Und deswegen hat Allah Subhanahu wa weil er weiß, wie gefährlich der Neid ist, hat er sogar Surat Al-Falaq, die vorletzte Sura im Koran abgesandt, und äh, wo es eben heißt umen sharril hasidin hasad und vor dem übel, aber sucht Zuflucht vor dem übel des neiders, wenn er neidisch ist. Und wenn man etwas sieht, was einem gefällt, dann soll man eben, wenn man neidisch ist, innerlich seinen Nefs bekämpfen. Und auch wenn man nicht neidisch ist, soll man sagen, Masha'Allah, oder La quwata illa billah, oder Tabarakallah, also möge es gesegnet sein von Allah, oder es ist gesegnet von Allah, dass man eben seinen inneren Neid äh, bekämpft. Na, dann heißt es, darum Allahs Fluch über die Ungläubigen. Und das ist natürlich wieder, äh, subhanallah, ein, ein, eine Art und Weise, wie Allah uns beibringt, dass er hat nicht gesagt, darum Allahs Fluch über die Juden. Nein, über alle Ungläubigen. Denn, was die Juden gemacht haben, dass sie eben den Propheten letztendlich geleugnet haben, ja, das machen nicht nur die Juden, sondern machen alle anderen Nichtmuslimen auch. Und uns gibt also, Alle kommen in die Hölle. Alle Nichtmuslimen äh, allgemein gesehen kommen in die Hölle. Egal, ob sie Juden sind oder Christen sind oder Atheisten sind. Wie schlimm ist das, wofür sie, alle, wofür sie ihre Seelen verkauft haben. Dass sie das verleugnen, was Allah herabgesandt hat, aus Missgunst darüber, dass Allah etwas von seiner Huld offenbart, wem von seinen Dienern er will. Missgunst, warum sollten wir einem Sohn Ismaels folgen? Und man sieht eigentlich, wenn man einen Verstand hat, was für ein Unsinn das ist, einen Menschen nicht zu folgen, einem Propheten nicht zu folgen, nur weil er kein, kein, kein Israelit ist. Und es gibt sogar manche Juden, die sagen, Muhammad war sehr wohl ein Prophet, aber für die Araber. Und das ist der Gipfel der Dummheit. Und aus Missgunst darüber, dass Allah etwas von seiner Huld offenbart, wem von seinen Dienern er will, er entscheidet, nicht jemand anderes. Nahm. So haben sie sich Zorn über Zorn zugezogen. Zorn über Zorn, denn erst haben sie nicht einmal die Tora umgesetzt, der erste Zorn, und dann haben sie auch noch den Koran danach geleugnet, der zweite Zorn. Oder äh, Zorn über Zorn kann auch bedeuten, dass nachdem den erst kam Isa und den haben sie geleugnet und dann kam Muhammad haben sie auch geleugnet haben sie sich zorn über zorn zugezogen und für die Ungläubigen gibt es schmachvolle Strafe wieder die gleiche Verse wieder danach wird, wird gleich wieder geendet. wieder allgemein gesagt und die über die Ungläubigen über alle Ungläubigen gibt es Schmach für alle Ungläubigen gibt es schmachvolle Strafe Na. und wenn man zu ihnen sagt Und wenn man zu ihnen sagt, ähm, das heißt zum Propheten, sallam, und, äh, das heißt, der Prophet sagt es, und seine Freunde sagen das zu den Juden, glaubt an das, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat. Das heißt, egal was allah herabgesandt hat, der Koran und jedes andere Buch auch, und in diesem Fall natürlich der Koran, da sagen sie, wir glauben an das, was zu uns schon zuvor herabgesandt worden ist. In Wirklichkeit, natürlich, verleugnen sie auch die Tora. In Wirklichkeit verleugnen sie auch die Tora, denn wenn die Tora sagt, über Eigenschaften des Prophets spricht und sie, und sie folgen nicht dem neuen Propheten, dann haben sie in Wirklichkeit auch die Tora verleugnet. Na, sie sagen, wir, wir glauben an das, was zu uns schon zuvor abgesandt worden ist. Sie sagen also, die Tora reicht uns, wie sie ist, völlig aus und wir brauchen diesen Koran nicht einmal nicht mehr. Verleugnen aber das, was später offenbart worden ist, natürlich der Koran, auf die Muslime, das ist kein Zweifel. Und das Interessante, sprachlich gesehen, ist, dass das Wort verleugnen, Jekforun, ähm, steht im Präsens, was darauf hinweist, dass es eine Eigenschaft ist und dass sie, solange sie Juden sind, eben auch diesen Glauben behalten werden, es sei denn, sie werden Muslime. Ja. Wo es doch die Wahrheit ist, das zu bestätigen, was ihnen bereits vorliegt, wieder derselbe Glaube, der sich nicht unterscheidet. Sag, hat die äh, sag Warum habt ihr denn zuvor Allahs Propheten getötet, wenn ihr gläubig seid? Auch das Wort töten, taq, äh, taqtulun, steht auch wieder im Präsens, was darauf hinweist, dass es eine Eigenschaft ist von den Juden. Und sie haben ja viele Propheten umgebracht. Hat die Tora etwa so etwas angeordnet? Das ist dann die Frage, die das Ganze praktisch beinhaltet. Sicherlich nicht. Hat die Tora angeordnet, dass man Yahya Zachariah Zakaria salam umbringen wollte und Isa salam umbringen sollte und Propheten Muhammad salam umbringen sollte? Ha, ha, warum habt ihr denn zuvor Allahs Propheten getötet, wenn ihr gläubig seid? Also gemeint ist, sie sagen, wir glauben nicht an den Koran, wir glauben nur an die Tora. Allah sagt ihnen dann, hat die Tora etwa euch befohlen, um diese Propheten umzubringen? Also, wirklich, Herr glauben Sie, weder an Koran noch an die Torah. Subhanallah, der Koran ist gewaltig, wie er ähm, hier argumentiert. Und Musa war doch zu euch gekommen mit den klaren Beweisen. Das sind die neun Zeichen, die Allah SWT Musa gegeben hat. Ähm, und das erste ist der Stock, der zu einer Schlange wurde. Dann verschlang es äh, die, die Zauberei der Zauberer und auch die weiße Hand. Die Spaltung des Meeres in die zwölf Wege, um die Steine aus den zwölf Quellen Wasser hervorgesprungen sind, über manches davon haben wir schon geredet, über manches davon werden wir in noch reden. Aber dann, aber dann nahmt ihr das Kalb nach ihm, womit ihr Unrecht tatet. Und die Frage, ähm, warum ähm, Allah subhanahu wa ta'ala hat das als Unrecht bezeichnet, weil, weil, äh, Schirk ist die größte Ungerechtigkeit, die es überhaupt gibt. Und äh, Luqman a.s. hat ja zu seinem Sohn gesagt: Inna shirka la dhulmun Wahrlich, der Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Denn es ist die Ungerechtigkeit nicht hin, wenn Allah subhanahu wa derjenige ist, der dich erschaffen hat, und derjenige, ist, der dir alles gegeben hat, und derjenige, ist, der dich recht geleitet hat, und derjenige, der dir die Gesundheit gegeben hat, und all das benutzt du, um ihm nicht dankbar zu sein. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und Az-Zulm, oder die Ungerechtigkeit bedeutet eine Sache an diesen Ort, an denjenigen Ort zu setzen, wo es nicht hingehört. Das ist ungerecht. Und der Prophet sallallahu alaihi sallam, sagte, fürchtet euch vor, seht euch vor vor der Ungerechtigkeit, denn die Ungerechtigkeit am Tag der Auferstehung wird Finsternisse sein. Und das Allah subhanahu wa das Kalb hier, äh, noch einmal erwähnt hat, äh, beinhaltet die gewaltige Sünde, die sie, die sie getan haben, wo sie ein Volk der Schrift sind und die, den Monotheismus kennen sollten, den islamischen Monotheismus kennen sollten, die Einheit Allah taala Und trotzdem haben sie in der Abwesenheit von Musa, äh, die 40 Tage gedauert hat, angefangen, ein Kalb aus Gold anzubeten, wie wir schon besprochen haben. Und, ähm, und, und auch in, in der Koran erwähnt manchmal, oder besonders die Geschichte von Musa, mehr als einmal, aber nicht immer wortwörtlich gleich die gleiche. Nicht immer wortwörtlich die gleiche. Zum Beispiel erwähnte er in diesem im 93. Vers, den wir in Schaden nächstes Mal darüber reden werden, kommt eben etwas vor, was in der Geschichte, in der gleichen Sura vorher, über das kalt nicht erwähnt worden ist. Und so ähm, erinnert uns Allah subhanahu wa ta'ala, an diese Geschichte noch ein einzig, noch ein weiteres Mal. Und das, das noch, eine wichtigere Sache, noch eine wichtige Sache ist, warum erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, oder was ist eine Weisheit, warum Allah subhanahu wa ta'ala eine Geschichte im Koran mehr als einmal erwähnt, natürlich einmal aufgrund der, der Wichtigkeit der, dieser, dieser Verse, aber auch äh, eine weitere Weisheit, die dahinter ist, dass nicht jeder Mensch lernt den ganzen Koran auswendig. Und wenn man dann am Anfang des Korans auswendig lernt, hat man die Geschichte Moses erfahren? In der Mitte hat man sie auch, am Ende hat man sie auch und so weiter und so fort. Ja, Das heißt, das macht sehr viel Sinn, so etwas zu erwähnen. Und wenn der einzige Sinn, die einzige Weisheit darin bestünde, dass, das ist, dass wir Allahs Worte dadurch erfahren, ein weiteres Mal, das würde schon genug ausreichen. Denn die, die Belohnung, die man erhält für einen Vers, den man liest, ist, äh, ist gewaltig. Es wird zum Koranleser am Tag der Fischierung gesagt: wartaq. Das heißt, lies und steige auf, denn dein standene Paradies wird, bei dem, wird dort sein, wo du den letzten Vers rezitierst, den du rezitieren wirst. Also für jeden Vers, den man rezitiert, wird man um Stufen erhöht. Und deswegen. Wenn, wenn der einzige Grund ist, warum Allah subhanahu wa ta'ala wiederholt, damit wir mehr Hassanat bekommen, das wäre schon ein, ein Grund genug, genug solche Verse äh, herabgesetzt bekommen. Und man sollte sich einmal, wenn man mal alleine ist, bewusst machen, äh, was für eine Barmherzigkeit es das ist, dass Allah subhanahu uns nicht nur zu einem Volk der Schrift gemacht hat, sondern ein Volk zum Koran, dass er uns ausgewählt hat für diesen Koran, das gewaltigste seiner Bücher, und uns ausgewählt hat für... Den, den als umma für den gewaltigsten seiner propheten besten seiner propheten und zwar muhammad wa sallam, das ist eine nirma dessen gleichnis es nicht mehr gibt dann weiter, weiterhin dass er äh, selbst dafür garantiert hat dass der koran nicht mehr verfälscht wird oder niemals verfälscht wird überhaupt nicht das war im Fall der, der, der Tora und der Bibel nicht. Da hat Allah subhanahu ta'ala den Schriftgelehrten von Juden und Christen selbst auferlegt. Sie mussten das dafür sorgen, dass die Bibel, dass der, das Tora und das Evangelium nicht verfälscht werden. Im Koran hat Allah subhanahu wa selbst gesagt, er hat gesagt, wahrlich, wir haben die Ermahnung abgesandt und wir werden sie bewahren. Und dass überhaupt Allah subhanahu wa äh, diese, diese uns diese Gunst erwiesen hat, dass wir ein, ein Buch von ihm benutzen haben dürfen, mit seinen Worten subhanahu wa ist eine, eine, eine Gunsterweisung, die, wenn man dafür Allah wa danken würde, Tag und Nacht, so würde man dieser Gunsterweisung nicht einmal zurechtkommen. Denn äh, wie dankt man in Wirklichkeit einer Gunsterweisung von Allah subhanahu wa indem man sie so verwendet, wie man sie verwenden sollte. Und falls Fall Koran ist, dass man das Koran liest, dass man den Koran versteht und nicht den Koran in seinem Schrankregal, ein Bücherregal stehen lässt, bis Staub darauf entsteht. Na. Und wenn man kein Arabisch versteht, dann soll man die Übersetzung lesen. Denn der Sinn des Koran, der Hauptsinn, der wichtigste Sinn des Koran ist, dass man versteht, was Allah von einem will. Und das geschieht in den Übersetzungen, in den Erklärungen. Dafür muss man nicht unbedingt Arabisch verstehen. Und die Leute, die denken, man kann den Koran niemals verstehen, bis man nicht Arabisch versteht, das ist Quatsch. Denn ich kann in einer anderen Sprache dir mitteilen, was die Bedeutungen der Worte sind. Wenn ich es nicht kann, dann bin ich einfach, kann ich nicht gut übersetzen. Ich habe nicht gesagt, dass man in, einem, ich habe nicht gesagt, dass man in einer Übersetzung des Koran alle Bedeutungen wiedergeben kann. Das habe ich nicht gesagt. Sondern wenn ich erkläre, meiner Sprache, was die Versbedeutungen sind für einen Araber, wenn er es liest, oder was die Ulema gesagt haben, das kann man sehr wohl in einer anderen Sprache wiedergeben.